Hi Leute, hier ist wieder euer Dennis the Ripper, heute wieder mit einem riesen Mayday-Video. Ich habe euch einmal den Stapel mitgebracht und das Ship My Cards-Paket. Genau, erstmal wieder vorab, Dank an euch alle, danke fürs Einschalten, genau, fürs regelmäßige Einschalten, danke fürs Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt, tut das gerne. Lasst gerne einen Like auf dem Video, das hilft weiter, dem Channel wachsen zu können. Und genau vor allem Dankeschön auch an alle, die Deeds ermöglicht haben, die mir Karten geschickt haben, die mich angeschrieben haben. Nur so funktioniert das Game, ihr wisst es. Und genau, ich kann nur sagen, ich bin da immer mega happy über jeden Deal, den man da so schließen kann. Ich würde einfach mal langsam reingrooven. Wir packen mal Ship My Cards einmal zur Seite, holen wir gleich raus und fangen einfach mal mit den ersten Karten an, die wir hier haben. Namen und Shoutouts schreibe ich dann wie immer in die Beschreibung des Videos rein. Ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, von wem welche Karten sind. Aber bei den Einzelnen, bei denen ich es vielleicht noch weiß, schreibe ich auf jeden Fall oder spreche ich denjenigen auch nochmal direkt hier im Video an. Genau, hier kommen jetzt ein paar Karten, da habe ich einen Trade mit meinem Sohn Luca gemacht. Ich habe wie immer ein paar Aufsteller mitgebracht. Das ist hier zum Beispiel die Steph Curry Splash, die wir getradet haben. Ich glaube, er hat ziemlich viele Cole Anthony Karten von mir bekommen als Ausgleich. Da hat er eine schöne D-Wade gehabt. Daniel, falls du das Video siehst, ich glaube, die hat er sogar von dir. Genau, ist jetzt bei mir angekommen, D-Wade. Pineapple, Select, ihr wisst, ich bin mega Select-Fan und natürlich Heat-Fan. Also Bam Adebayo hier in der Courtside-Variation, sehr coole Karte. Desmond Bane Holo, Rated Rookie, auch sehr geil. Ihr wisst, Desmond Bane schlägt aktuell richtig zu, hat sich gut eingegroovt neben Jar. Und hier hinten haben wir noch eine NBA Hoops Edwards, Anthony Edwards, das ist die Rookie Special. Die gibt es auch als Holo-Variante, in dem Fall ist es die reguläre Base-Karte. So, machen wir weiter im Takt. Ihr seht schon, das ist hier weiter Ant-Man-lastig. Hier kommt einmal wieder Select, Rookies Selections, Anthony Edwards. Ich habe übrigens auch mehr Aufsteller, also wird das vielleicht ein bisschen einfacher. Sehr schöne Karte, Goga Bitadze, die war hier ein Add-on wahrscheinlich. Trae Young, Elements aus Essentials, sorry, Essentials aus Chronicles. Und die Anthony Edwards Donruss Yellow Flood, glaube ich, heißt das Ding. Genau, die weiß gar nicht genau, aus welchen Packs die rauskommt. Aber genau, die hatte ich auf jeden Fall noch nicht. Hier fallen schon jede Menge Karten raus. Die können wir sonst einfach mal greifen und schon mal durchziehen. Ich glaube, die waren als Geschenk dabei. Vanity Plates, auch immer ein schönes Add-on. Lights, Camera, Action, alles Heat hier. Jimmy Butler, Bam Adebayo, wieder Kendrick Nunn hier Heat. Tyler Hero und eine schöne Green Yellow Bam Adebayo. Dann jetzt einmal das nächste Pack. Da weiß ich auf jeden Fall, das ist vom Stefan. Stefan, schon mal vielen Dank dafür. Da kommt auch noch ein schönes Paket in deine Richtung. James Wiseman, Rookie-Karten aus Chronicles. Honors, Recon, Future Legends, Flux, Thread, numbered auf 149 und die Rookies and Stars Crusade von Herrn Wiseman. Genau, den können wir ja hier mal aufstellen. Dann haben wir eine Zion Slam. Sehr schöne Karte. Ich glaube, das ist die Purple. Das sieht man, glaube ich, hier gar nicht so schön wie die. Die ist eigentlich sehr, sehr shiny. Das kommt jetzt hier irgendwie aufgrund der Lichtverhältnisse nicht so ganz rüber.
sehr schöne Karte. Zion kommt hoffentlich erfolgreich wieder. Jetzt geht das wieder weiter mit dem Ant-Man. Hier haben wir die Scope, Donruss Optik. Und genau, die ist nicht gegradet, aber die ist numbered auf jeden Fall. Die ist numbered auf 249, 73 von 249. Sehr, sehr schöne Karte. Und kann hier gern mal den Ant-Man hier hinten ablösen. Und gefolgt gleich wieder von einer Ant-Man-Karte. Und genau, die ist relativ bekannt. Das ist die Silver Prism. Ich lasse die einfach drin in der Tüte. Ist eine PSA 9, also keine 10. 10 wäre mir dann doch noch eine Spur zu teuer gewesen. Die fallen ja auch immer gut noch, weil die ganzen Karten jetzt nachgegradet werden von den Rookies vom letzten Jahr. Genau, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr geile Karte. Freue ich mich mega drüber und ja, stell die gern hinten auf. Pack die Karten einmal zur Seite und hole die Ship My Cards Box einmal hier ran. Das ist hier mal wieder ein ordentlicher Kracher. Hab gut was angesammelt. Ich hoffe, dass ich das hier auch mal sortiert kriege. Achso, hier vorne sind, glaube ich, noch Football-Karten. Die nehme ich einmal raus. Football, Football, Football. Das ist aus Select, glaube ich, gewesen. Und dann meine ich, haben wir, glaube ich, eine ganz gute Reihenfolge, wenn wir das so machen. Und das hier einfach mal rausholen. Die Ship My Cards Box zur Seite packen und ja, wir weiter durch die Karten grooven. Das sind hier wieder Add-ons. Sehr schöne Jimmy Butler Clearly auf 49. Ist immer schwierig, man weiß immer gar nicht mehr, was das ist, weil da sind so viele Karten drin, die irgendwie die Leute beipacken. Andrew Wiggins. Ja, hier sind irgendwie ein paar Add-on-Karten dabei. Caruso, weiß nicht, was da noch drin ist. Trae Young, Optik, daran kann ich mich erinnern. Und auf jeden Fall auch an LeBron Splash. Sehr schöne Karten. Dann haben wir Uniformity. Uniformity, Emmanuel Quickly aus der Contenders Optik. Und My House, genau, ihr wisst, ich sammle My House Inserts und hier haben wir Bam Adebayo in Purple und Jimmy Buckets in Orange. Die ist super, super nice, weil die ist numbered auf 39. Die Orange sind numbered und sehr, sehr cool, wie ich finde. Und Jimmy hat sich das mal verdient, hier auf den Thron zu steigen. Sehr coole Karte. Jetzt geht das weiter. Ich habe ziemlich lange bei Ship My Cards einige Karten nicht abgeholt. Kyrie Irving, Vanity Plates, wir hatten das eben. Das ist hier jetzt die Holo. Sehr schöne Karten auch in der Holo-Variante. Jetzt kommen auch alles Holo-Karten. Und das sind alles Slams. Kawhi, Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Allen Iverson, Tim Duncan, Vince Carter, Anthony Davis, KD, Kevin Durant, Trae Young und das ist eine von den neuen, Larry Johnson. Genau, die sind alle Holo. Die habe ich alle ganz gut bei eBay geschossen, eBay.com. Und genau, finde ich auch eine coole Serie. Slam, eine meiner Lieblingsinserts. Jetzt gucken wir mal, was wir hier so rauskriegen. Ja, es ist verrückt, was sich dann da immer ansammelt an Karten. Das ist wirklich crazy. Also, weiter geht es. Bradley Beal, LeBron James, das sind hier wieder irgendwelche Ads. Flux-Ads. Und genau, um die ging's. Die Trae Young, die habe ich bei eBay.com gekauft. Das ist die Prism, genau, also Holo-Variante auch wieder. Sehr schöne Karte. Und James Wiseman, das ist ein Knaller hier. Weil die ist nämlich numbered auf 38. Das ist, ihr seht das, die
so Scope wie die Anthony Edwards hier hinten. Sehr, sehr schöne Karten. Finde ich mega cool. Und gerade diese Numbered. Also die Flux Endcase finde ich sowieso cool. Und wenn die dann auch noch numbered sind, dann umso besser. Tyrese Halliburton. Hier auch als Silver-Karte. Auch sehr, sehr schöne Karte. Ja, was haben wir denn noch? Hier hinten kommt noch ein Highlight, das lasse ich nochmal zur Seite stehen. James Wiseman, Prism Base in der SGC 10. Auch schön. Ich hatte beim letzten Mal die Silver, die war zum Beispiel von James Wiseman bezahlbar. Das ist von Anthony Edwards aktuell nicht der Fall. Sehr schöne Karte. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier noch so drunter. Bevor wir hier nochmal am Ende unsere Highlights machen. Hier kommt nochmal ein bisschen Select, das machen wir nochmal. Ich zeige euch nochmal, was wir hier bei Select haben. Genau, ansonsten habe ich super lange bei Group Breaks nicht mehr mitgemacht. Versuche gut zu haushalten, seitdem ich das Hobby-Podcast mit Jem gehört habe. Jem, meine Inspiration. Budget ist das Kernthema. Man muss sich ein festes Budget setzen. Und dann kommt man auch ganz gut. Kommt man auch ganz gut durch den Monat und man kriegt es trotzdem bestimmt. Genau. Kevin Durant, Alex Caruso, die habe ich hier für Benji mal besorgt, weil ich weiß, dass er Caruso-Fan ist. Select Numbers, Jimmy Butler Blue, James Harden, Select Numbers, Damian Lillard, Select Numbers. Killian Hayes, die sind dann auch, genau, die ist dann Prism, also in der Holo-Variante, Holo hier ebenfalls, Damian Lillard, Ben Simmons, Rookie Selections, hier noch eine Scope von Russ und Duncan Robinson aus der Select Fast Break. Heißt die Fast Break bei Select? Ja, ich glaube. Genau, das ist das. Dann kommt noch einmal ein bisschen Select. Und dann kommen wir auch schon, gehen wir schon langsam in Richtung Ende. Liegen ganz gut in der Zeit. Joel Embiid, doch mal hier Courtside. Jimmy Butler Courtside. Bam Adebayo Courtside. Und ja, Victor Oladipo, ihr wisst, da sammle ich so ein bisschen den Rainbow. Die sind recht cheap und Victor ist jetzt zurückgekommen. Da gibt es dann auch mal so eine hier wie diese auf 49 in der Disco. Variation oder eben sogar diese, ebenfalls Courtside und die ist, glaube ich, First of the Line Exclusive. Auf jeden Fall ist die auf 15 numbered. Habe ich mich sehr gefreut, auch zu einem super guten Kurs geschossen. Victor Oladipo, den stelle ich auch mal auf hier, weil es eine schöne Karte ist und ihr wisst, nicht immer ist für mich der Wert entscheidend, sondern auch dass es schöne Karten sind, genau. Und Heat geht natürlich immer. Deswegen die beiden Die-Cuts, auch Select. Und das ist beides mal Premier Level und beides mal Jimmy Buckets. Die blaue ist numbered auf 249 und die weinrote auf 175. Das ist die 7 und 007 hier in James Bond. Ist mir gar nicht aufgefallen. Genau, das sind die beiden Jimmy Buckets. Premier Level, die sind sehr cool. Dann haben wir hier auch noch so etwas vom Kollegen Wiseman. Da habe ich mir die Die-Cut auch geholt. Die holen wir hier nochmal raus. Das ist ebenfalls die Die-Cut und die ist dann auch wieder auf 249. Sehr schöne Karte. Und ja, jetzt kommen wir schon zu den Highlights. Ich nehme euch nochmal die. Das sind wieder Wiseman. Ihr wisst, Wiseman ist PC bei mir. Wiseman, Edwards, immer PC. Wenn ihr da was habt, schreibt mich gerne an. Und ihr seht schon die Zahl, das ist 65. Das heißt, das ist 64 auf 65. Leider ist das Label von SGC hier verschoben. Schreibt mir mal in die Comments, was man da machen kann. Oder was ihr empfehlen würdet. Ja, das ist ärgerlich, weil das ist die Orange Die-Cut, die ist numbered auf 65 und SGC
9,5. Sehr, sehr cool. Dann räumen wir doch einmal den Ant-Man ab, stellen Wiseman auf, dann ist hier auch fast nur noch Wiseman hinten zu sehen. So, und dann kommen wir zum Finale. Da haben wir einmal hier die Eyes on a Prize, Recon, die Wade, die hier dabei war. Ich glaube, um die geht es weniger. Aber dann habe ich noch mir ein Auto geholt und das ist auch wieder James Wiseman. Recon Blue auf 49. Man sieht sogar hier, von wem es gezogen wurde, Wolves. Er war wahrscheinlich ein Group Break, denke ich mal. Aber ich habe die von eBay.com auch ebenfalls. 29 von 49, James Wiseman. Ja, Leute, das war's für heute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Comments. Abonniert den Channel, aktiviert die Glocke und vor allem folgt mir auch auf Instagram für Neuigkeiten zu jeglichen Karten. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag. Ich bin erstmal raus. Euer Dennis the Ripper. Ciao.